Zur gleichen Zeit erreicht Paul Richter und Jonas Schmidt einen Notruf wegen Einbruchs. Die Beamten finden den Chef des Restaurants offenbar niedergeschlagen hinter der Theke. Ich habe den RTW hinzugerufen. Wenn Sie einigermaßen fit sind, können Sie mir sagen, was ist passiert? Können Sie irgendwas sagen? Ich glaube, ich brauche nichts. Ich habe einen Schädel. Dann bestelle ich ihn wieder ab, wenn Sie das nicht wollen. Also, ich kann Sie nicht zwingen. Nee, lassen Sie mal. Ist alles gut. Der 39 RTW hat sich erledigt. Können Sie denn sagen, was passiert ist? Also wir sind hier hingerufen worden wegen einem vermeintlichen Einbruch. Die junge Dame hat uns gerufen, weil ihr das komisch vorkam. Was habt ihr gemacht? Warum sieht das hier so aus? Ich bin ja gestern Abend. Wer sind Sie denn? Ihnen gehört das hier? Das ist Ihr Laden, ja, okay. Mein Laden. Und ich bin gestern Abend hierher gekommen, weil ich noch mein Handy vergessen hatte. Und dann komme ich hier rein und das sieht so aus. Also gestern Abend schon? Gestern Abend. Ich bin vollkommen perplex, ich hinterlasse den Laden so nicht. Der ist sonst picobello. Moment, und dann sind Sie gestern Abend hier eingetroffen und jetzt sind Sie wieder zu sich gekommen und haben Sie die ganze Nacht hier gelegen, oder was? Hab dann jemanden angetroffen. Ja, wen haben Sie denn angetroffen? Hier im Laden, das kann ich nicht sagen. Ich bin rein, es war ja auch dunkel, ich mache ja nicht das große Licht an, wenn ich mir mein Handy hole. Ja. Und dann sehe ich den da sitzen und tippe dem von hinten so auf die Schulter. Ja. Und dann habe ich einen Filmriss. Zunächst folgen die Beamten den Spuren der Verwüstung in die Küche. Dort findet Paul Richter einen weiteren Mann. Äußere Verletzungen scheint er nicht zu haben. Stattdessen lässt die Flasche im Arm darauf schließen, dass hier eine feuchtfröhliche Nacht zu Ende gegangen ist. Kräuterschnaps. Hallo. Hallo, die Polizei. Guten Morgen. Ganz ruhig. Langsam aufwachen. Wer sind Sie hier? Ganz ruhig. Wir sind von der Polizei. Guten Morgen. Stehen Sie einmal auf. Ich habe den Kopf in der Hand. Stehen Sie einmal auf, ganz vorsichtig. Was für ein Restaurant bin ich hier? Zeitgleich ist der zweite Verletzte im Restaurant wieder einigermaßen zu sich gekommen. Im Gastraum stellt sich heraus, dass es offenbar eine Verbindung zwischen dem 31-Jährigen und der Kellnerin gibt. Olli, du? Was machst du hier? Was ist das denn? Also Sie kennen sich, ja, oder was? Ja, er ist mein Bruder. Das ist Ihr Bruder. Das ist mein Bruder. Ja, Ihr Bruder lag jetzt gerade hinter der Essenstheke. Kennen Sie sich denn? Sie beide? Ich weiß, dass es Ihr Bruder ist und ansonsten isst er hier auch schon mal. Also ja, aber dass er das jetzt war von gestern Abend, das können Sie ausschließen. Ich kann nichts ausschließen. Nee, okay. Nein. Also wir haben den jungen Mann, den Herrn Neumann, hier mit einer Flasche Schnaps hinten aufgefunden oder einem Likör aufgefunden. Können Sie sich erinnern, dass Sie gestern Alkohol getrunken haben? Ich weiß wirklich gar nichts. Ich habe echt... Herr Neumann, Polizei, die schon mal in Erscheinung getreten, mal aufgefallen bei der Polizei? Nein, noch nie. Ne? Der 39401, machst du mit Person F? Während Paul Richter die Personalien checkt, fällt der Kellnerin eine Besonderheit der letzten Tage ein. Offensichtlich haben es die Gäste des Restaurants auf eine ganz bestimmte Sache abgesehen. In letzter Zeit stürmen hier die Leute die Bude ja ein wegen und fragen nach so einer geilen Soße und... Was heißt das? Eine geile Soße? Ja, eine Soße. Was wie Cocktailsoße. Ja, einfach eine Soße. Und können Sie sich schon irgendwie erklären, was soll das mit der Soße? Warum kommen da Leute... Hat das irgendeinen Hintergrund, oder? Na, ich mache halt eine tolle Soße. Also... Die Leute kommen hierher, um lecker zu essen. Und, Ja, aber ist ja komisch, dass die Leute nur deshalb hier hinkommen, weil es hier eine tolle Soße gibt. Ne? Ja, deshalb. Die Leute kommen. Geschmacksträger, klar, aber. Ja. Also, die Leute kommen wegen der Soße. Die kommen nur wegen einer Soße und gehen dann wieder raus, nur mit einer Soße. Ach so, die also essen die Soße? Nein, nur diese Soße. Okay, ja, gut. Was ist denn für eine Soße? Was machen sie denn für eine Soße? Wenn die Leute hier einbrechen und einen Laden verwüsten. Und mit der Soße nichts zu tun, was ein Quatsch. Weiß ich ja nicht. Ich rufe mal eben meine Frau an, dass sie mal kommt, um hier ein bisschen zu helfen. Dann gehen Sie telefonieren. Das hier mal sauber kriegen. Und genau diese Soße haben Sie auch gegessen, oder was? Ja, ich habe Soße gegessen und dann bin ich jetzt da aufgewacht, wo Sie mich gefunden haben. Vor allem, guten Tag, hier ist geschlossen. Oh, hallo. Hallo. Ja, ich bräuchte nur kurz was zu essen, es geht ganz schnell. Ja, ich sage, hier ist geschlossen. Ja, aber das macht doch nichts. Ich habe Studienleistungen heute abzugeben und ich schreibe morgen mein zweites Staatsexamen. Ach, was ist denn los mit Ihnen? Ich brauche ganz dringend was zu essen, wirklich. Ich habe ganz doll Kohldampf. Ja, aber der Kollege hat es ja gerade schon mal gesagt. Wir sind hier gerade in der Ermittlungsarbeit. Ach so, und ja. Der Laden ist geschlossen. Ah, das macht doch nichts, das geht doch ganz schnell. Ich brauche auch nur, ich hätte gerne die 5
Mit extra viel Soße. Willst du mich auf den Arm nehmen oder was ist los mit dir? Das ist ja geschlossen. Dieser Laden ist geschlossen. Ach so. Die 5 mit was? Mit extra viel? Mit extra viel Soße, gern. Die Spezialsoße. Ja, Sie sprechen jetzt die ganze Zeit von dieser Soße. Haben Sie auch von dieser berühmt-berüchtigten Soße gegessen? Ja, ich war jetzt öfter mal hier im Restaurant in den letzten Tagen. Ich sage ja, ich habe viel zu tun mit der Uni jeden Tag. Ich kann nicht mehr selbst kochen, so wirklich. Und ja, wie gesagt, der Laden ist jetzt zu hier. Aber was hat's denn mit dieser Soße auf sich? Wie schmeckt die Soße denn? Ist ein Nahrungsmittel drin. Ja, die schmeckt eigentlich relativ normal. Aber ich muss sagen, also ich mag sie ganz gern. Ja, ich würde jetzt gern was davon essen, ehrlich gesagt. Ganz ehrlich, was ist denn mit dieser Soße los? Sie als Angestellte, Sie müssen das doch wissen. Spezialsoße, was soll das denn sein? Ja, zeigen Sie das mal her. Paul Richter kontrolliert die mysteriöse Soße, die in den letzten Tagen zum Verkaufsschlager des Lokals mutiert ist. Hat der Chef möglicherweise eine Zutat beigemischt, die nicht ganz legal ist? Ich habe mir die Soße ja nochmal mit der Melderin angeschaut, weil es ja permanent um diese Spezialsoße ging, die hier hinterfragt wurde. Und deswegen würde wohl dem Laden auch die Türen eingerannt werden. Ich konnte geruchlich oder auf ersten Eindruck jetzt erstmal nichts Besonderes an dieser Soße feststellen, mit der Ausnahme, dass da so kleine weißlich-bläuliche Anhaftungen drin waren. Jetzt bin ich kein Koch, ich kann nicht sagen, was der da oder was da reingemacht wird, um diesen Geschmack zu verfeinern oder hervorzuheben. Aufgefallen ist es dennoch. Wir können sie vor Ort aber nicht testen. Entsprechend müssen wir nochmal mit den Konsumenten dieser Soße sprechen, was es denn damit auf sich hat, dass hier die Leute so ein Rieseninteresse haben. Also, Sie haben das ja jetzt mitbekommen. Hier ist zu, definitiv. Und Sie können jetzt auch keine Soße bekommen. Wirklich? Ja. Scheiße. Also, was hat es mit dieser Soße auf sich? Also, mein Chef, der hat mir das von dem Rezept gar nichts gesagt. Er sagt, es ist streng geheim. Also, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, was da in dieser Soße sein soll, dass hier die Leute regelrecht reinstürmen. Ja, das wissen wir halt auch nicht. Sie haben doch auch die Soße gegessen, ne? Ja. Sind Sie mit einem freiwilligen Drogenwischtest einverstanden? Können Sie gerne tun. Ja, weil ich, das kommt mir sehr, sehr, ja, komisch vor, dass jetzt hier die Leute andauernd reinrennen und diese Soße haben wollen, ja? Deswegen wär's toll, wenn Sie da mal als Versuchsobjekt zur Verfügung stehen. Nur wenige Augenblicke später steht das Ergebnis des Drogenschnelltests fest. Bevor die Beamten dieses ablesen können, hat sich einer der Beteiligten unbemerkt aus dem Staub gemacht. Benzodiazepame, da schlägt's an. So, wo ist denn der Chef? Der muss sich doch mit der Spezialsoße. Ja, hat er gesagt, aber telefonieren, ne? Chef! Hey, was machen wir denn hier? Hallo? Aufhören. Hinlegen. Ja, bringt jetzt auch nichts. Einmal rauskommen. Einmal rauskommen. Gehen Sie einmal zum Kollegen. Gehen Sie an mir vorbei. Gehen Sie an mir vorbei und gehen Sie da raus. Die Tabletten, die der Restaurantbesitzer in der Toilette entsorgen wollte, gehören zu den leeren Verpackungen, die Paul Richter im Büro sicherstellt. Zeit für eine nähere Erläuterung des Soßenrezepts. Kann das sein, dass das was mit der Soße zu tun hat? Dass hier die Kundschaft ständig anläuft und diese Soße so toll findet. Was läuft hier? Was ist das denn für Zeug? Kann schon sein. Das habe ich von Apotheker gekriegt. Oh, Apotheker, nehmen Sie doch mal so ein paar Pillen davon. Mal gucken, was passiert. Ja, was hatten Sie damit vor? Was denken Sie, was Sie damit anrichten können? Oder was Sie damit anrichten werden, wenn Sie das weiterhin verkaufen? Ja, das ist ja eigentlich nichts passiert. Ich meine, die Leute kriegen leckeres Essen bei mir und... Ja, aber da reagiert jeder anders drauf. Es ist nicht so, dass jetzt jeder hier freudestrahlend reinkommt und diese Soße haben möchte. Es kann auch mal sein, dass das tödlich endet, das Ganze. Mit den süchtig machenden Medikamenten wollte der Restaurantbesitzer die Kunden an sich binden. Er muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz verantworten.